Vor 8 Monaten veröffentlichte ich meine erste Mechanikanalyse zum Thema Getreidefarmen. Seitdem habe ich einiges gelernt und meine Vorgehensweise verbessert, und da halte ich es für an der Zeit, dieses Thema noch einmal aufzugreifen und herauszufinden, was das für die restliche Nahrungsproduktion bedeutet. Das alte Video ist nicht komplett hinfällig, insbesondere was die Wachstumsmechaniken angeht, aber ich werde hier einige Aussagen revidieren. Zuerst einmal unterscheide ich nun Getreidefarmen nach Volk, und letztendlich nehmen sich die 4 Völker hier relativ wenig. Allerdings kann ich nur davon abraten, die Arbeitsbereiche der Wikinger und Mayas zu ändern. Ich habe bisher nichts gefunden, was besser wäre als der Standardarbeitsbereich, und selbst wenn es etwas gibt, dürfte das solche Millimeterarbeit sein, dass ihr es wahrscheinlich eher schlimmer macht. Mit den genaueren Messmethoden fällt auch bei den Römern der Unterschied ziemlich gering aus, sodass ihr hier den Standardarbeitsbereich guten Gewissens so lassen könnt. Wo ihr aber intervenieren solltet, sind die trojanischen Getreidefarmen, denn die büßen aufgrund ihrer Form etwa 1/10 Getreide pro Minute ein. Wenn ihr den Bereich so verlegt, dass die Ecke des äußeren grünen Rings in der Vase an der Tür verschwindet, kann die Farm aber problemlos mit einer optimierten Farm der Römer mithalten. Nächster Zwischenstopp ist die Mühle. Bei den Wikingern, Mayas und Trojanern sind die Unterschiede ziemlich gering, während die Römer stark nach oben ausreißen. Alle 4 Mühlen haben aber gemeinsam, dass sie problemlos den Output von 2 Getreidefarmen verarbeiten können. Zum Wasserwerk sei gesagt, dass ich diese Referenzwerte schon vor Monaten ermittelt habe, weil ich sie für die Videos zur Mana-Produktion der Wikinger und Mayas brauchte. Die Wikinger haben das langsamste, Römer und Mayas teilen sich Platz 2 und die Trojaner haben mit relativ großem Abstand das schnellste Wasserwerk. Wasserwerke sind tendenziell eher nicht der Flaschenhals einer großen Wirtschaft, aber achtet wenn möglich darauf, dass der Fluss auf der Seite des Gebäudes liegt, wo auch die Tür ist, und legt den Arbeitsbereich auf das nächste Flussfeld. Kommen wir also endlich zum fertigen Brot, wo die Mayas dominieren, dicht gefolgt von den Wikingern. Die Trojaner sind relativ durchschnittlich, während die Römer die langsamste Bäckerei bekommen haben. Bei den Römern könnt ihr mit 2,5 Bäckereien pro Mühle planen, bei den anderen Völkern reicht 2, wobei das bei den Mayas fast schon etwas zu viel ist. Fleisch ist ein wenig komplizierter. Zunächst einmal braucht eine frisch gebaute Tierzucht mehrere Minuten, um mit der eigentlichen Produktion zu beginnen. Jede Zucht beginnt mit einem Tier, neue Tiere werden zu Beginn jedes Arbeitsvorgangs gespawnt. Wenn sich am Ende des Vorgangs 6 in der Farm befinden, wird eins davon für den Metzger freigegeben. Da wir die Produktivität nach dieser Phase ermitteln wollen, wurde die Zeit erst ab dem Arbeitsgang, der auch das erste fertige Tier hervorbrachte, gemessen. Dann kommt noch dazu, dass Tiere nicht gelagert werden können, vermutlich aus Tierschutzgründen, aber da Metzger schneller sind als die Tierzuchten, können wir die Tiere auch direkt weiterverarbeiten. Auch bei der Tierzucht lagen die Mayas mit weitem Abstand vorne, ihre Ziegenzuchten sind fast doppelt so schnell wie die Schafzuchten der Römer, während sich die Wikinger und Trojaner in der Mitte einordnen. Hierbei fiel aber auch auf, dass sich jeder Arbeitsgang ein neues Tier spawnte. Nach einer näheren Betrachtung scheint es so, als würde jeder Arbeitsgang intern nur etwa 3/4 eines Tiers produzieren, sodass gelegentlich kein neues gespawnt wird. Trojanische Tierzuchten sind in dieser Hinsicht etwas ineffizienter mit 0,7 Tieren pro Arbeitsgang, während die Römer mit 0,77 Tieren 10% darüber liegen. Das bedeutet auch, dass der Verbrauch von Wasser und Getreide sowie die Produktion von Fleisch nicht wie bei den anderen Gebäuden identisch sind. Je nach Volk beansprucht eine Tierzucht 1 bis 2 Drittel des Outputs eines Wasserwerks sowie die Produktion von 1 bis 2 Getreidefarmen. Das erste schlachtreife Tier erscheint bei den Römern und Trojanern nach 9, den Wikingern nach 8 und den Mayas nach 6 Arbeitsgängen. Wenn es dann darum geht, die Tiere zu schlachten, sind die Trojaner am eifrigsten, dicht gefolgt von den Römern. Alle Metzger können deutlich mehr als den Output einer einzelnen Tierzucht verarbeiten. Bei den Römern benötigt ihr schon 3, um einen Metzger auszulasten, die Wikinger und Trojaner können mit einem 2:1 Verhältnis arbeiten, während für die Mayas 3:2 ideal sein dürfte. Und noch schnell als Bonus die Fischerhütten, wobei diese Angaben mit Vorsicht zu genießen sind. Fischvorkommen funktionieren ähnlich wie Bodenschätze und auch hier spielt der Zufall eine Rolle. Auch hier solltet ihr darauf achten, dass die Fische auf der Seite liegen, auf der die Tür der Fischerhütte ist. Wenn das der Fall ist, lagen die Fischerhütten der Römer und Wikinger deutlich vor denen der Mayas und Trojaner. Jetzt habe ich hier jede Menge Zahlen, aber was bedeutet das in der Praxis? Ich habe versucht, das etwas zu veranschaulichen, und wie es sich herausstellt, komme ich mit meiner normalen Nahrungswirtschaft aus 3 Getreidefarmen, einer Mühle, 2 Bäckereien, einer Tierzucht und einem Metzger sowie 1 bis 2 Wasserwerken nur hin, weil ich dazu neige, ziemlich wenige Minen zu bauen. Wenn wir unsere Produktion jeweils eine Mühle und eine Tierzucht ausrichten, brauchen wir schon 4 Getreidefarmen, bei den Mayas müssen wir sogar über 5 nachdenken. Ich sehe das als Basisproduktion, die wir immer brauchen, aber danach können wir die 3 Zweige der Nahrungsproduktion individuell ausbauen. Bei der Fleischproduktion können außerdem Jäger dabei helfen, Engpässe zu verhindern. Interessant ist hier auch, dass die Römer und Trojaner auf den meisten Kampagnenkarten mit 2 Wasserwerken gut bedient sein dürften, während das bei den Wikingern und Mayas nur so lange reicht, bis auch noch ihre Mana-Produktion dazukommt. Ich habe außerdem versucht zu ermitteln, mit wie vielen Minen ihr rechnen dürft, beachtet aber, dass ich deren Verbrauch nur anhand ihrer tatsächlichen Produktion schätzen kann. Gescheiterte Arbeitsgänge brauchen auch Nahrung, machen sich aber in der Statistik nicht bemerkbar. Das war jetzt wesentlich komplizierter als erwartet, aber ich hoffe, es hilft euch trotzdem.